Ja, von meiner Seite aus schönen guten Morgen. Ich bin froh, dass wir heute mit dem Abriss hier einen ganz neuen Akzent setzen, einen wichtigen Punkt von nämlich Rheindorf, Königsberger Platz. Und wie gesagt, ich bin ja hier in Rheindorf auch groß geworden und damals hatte die sogenannte GSG ja noch, das war noch die alte Leverkusener Wohnungsgesellschaft, damals hier den Akzent gesetzt, Mehrfamilienausbau, aber auf der anderen Seite auch einen Nahversorgungsbereich, also ein Zentrum zu entwickeln. Leider ist uns der große Wurf mit einem Lebensmittler nicht gelungen, das wegen der Wasserschutzzone. Also wir werden hier auch nochmal Dienstleistungsbereiche anbieten, aber natürlich viele Wohnungen, die barrierefrei sind in einem zentralen Bereich und somit auch wieder diesen Standort, der eine herausragende Bedeutung für Leverkusen Rheindorf hat, wieder neu ertüchtigen und ganz neue Akzente setzen. Und auch dieses Projekt wird Jahrzehnte, davon bin ich überzeugt, diese Stadt weiter nach vorne bringen. Deshalb bin ich froh, dass der Aufsichtsrat konsequent diesen Beschlusslage gefolgt ist, hier auch ohne den Lebensmittel über die Vollsortimenta hier weiter das Areal zu entwickeln. Ich freue mich auf die Bauphase und dass wir dann auch relativ zügig dann auch den ersten Schlüssel übergeben können. Danke. Ja, wir fangen ja heute mit dem Abriss an. Dazu möchte ich Ihnen ein paar Informationen geben. Wir fangen zunächst mit der Ladenzeile, die ja da hinten ist. Sie sehen die hier vorne. Das wird der erste Abschnitt sein, den wir abreißen. Da sind wir seit dem 16.10. bereits dran. Sie sehen, der Bauzaun ist da, das muss alles abgesichert werden. Die Dauer für die Ladenzeile, für den Abbruch, wird 5 bis 6 Wochen dauern. Kosten für den Abbruch der Ladenzeile 60.000 Euro. Also Sie sehen, nicht nur Bauen ist teuer, auch Abreißen ist teuer und teuer geworden. Ein Teilbereich bleibt stehen für das Baubüro im Bereich Kiosk. Kommt das Baubüro rein und der Restabbruch wird dann kurz vor der Fertigstellung des Neubaus erfolgen. Ja, deshalb wundern Sie sich nicht, wenn da hinten so ein kleiner Abschnitt stehen bleibt, da kommt dann das Baubüro. Wir brauchen ja keinen Baucontainer aufstellen. Okay. Dann haben wir wieder Geld gespart. Also alles, was jetzt eingeschossig ist bis zum AWO Seniorenzentrum, wird, ist im Endeffekt hinterher weg. Genau, die Ladenzeile. Ja. Auch hier da, stehen der, wir ja vor dem... Auch da, wo der Firneburg hinten nach hinten drin war? Oder das? Firneburg auch. Ja. Hier stehen wir ja vor dem ehemaligen Kaisers Dengelmann. Der wird dann im zweiten Abschnitt abgerissen. Abbruchbeginn ist Mitte Dezember, Dauer 5 Wochen. Und der ist vom Bauvolumen etwas größer, der kostet also, der Abriss kostet 90.000 Euro. Also von daher wollen wir hoffen, dass das alles klappt und dass wir dann ein freigelegtes Baufeld haben, wo wir dann starten können. Wir rechnen mit 20 Monaten Bauzeit für 61 Wohnungen und 5 Geschäftsräume bzw. Ladenlokale. 20 Monate? 20 Monate. Das heißt, wenn wir jetzt im Frühjahr oder zu Beginn des Jahres beginnen, dass wir Ende 2019 voraussichtlich fertig sein können. Und dann auch die Bezugsfertigkeit haben. Das heißt, das, was der Bürgermeister sagte, dann Schlüsselübergabe der ersten Wohnung. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir das entsprechend aufbereiten. Ich freue mich schon auf den ersten Mieter. Dass dann kommt. Ja. Zu Beginn werden aber auch noch Bauvorbereitungsarbeiten durchgeführt und der Hochbau selbst, der ja hier ab dem Erdgeschoss erfolgt, wir dürfen kein Tiefgeschoss bauen, weil wir in einer Wasserschutzzone sind und da darf man kein Kellergeschoss und auch keine Tiefgarage bauen. Das führt dazu, dass wir einen Innenbereich haben, auf dem die Stellplätze eingehaust sind und auf dem Dach dieses eingehausten Stellplatzbereich ist, da werden oben dann entsprechend der Außenanlagenplanung mit ein kleiner Spielplatz sein, Sitzmöglichkeiten, Begrünung und ähnliches. Aber wir müssen jetzt nicht besonders tief in die Erde, also hier erstmal 3 Monate eine Baugrube ausheben. Also das brauchen wir nicht. Wasserschutzzone hat der Bürgermeister angesprochen. Woher kommt die? Vom Rhein? Bitte? Woher kommt die Wasserschutzzone? Die Wasserschutzzone kommt vom Wasserwerksbetreiber und das ist die Energieversorgung Leverkusen.
Und festgelegt wird die Wasserschutzzone von der Stadt in Verbindung mit der höheren Wasserbehörde der Bezirksregierung Köln. Die ist aber schon seit längerem da. Die wurde mal vor 15 Jahren irgendwie ausgedehnt und seitdem darf man hier auch keinen. Die ist auch statisch, die Wasserschutzzone. Also, die bewegt sich nicht. Also, da kann er doch nicht hin und her schieben, sondern das sind ganz klare geografische Grenzen, ja, wo die Wasserschutzzone auch festgelegt ist. Das große Pumpwerk ist im Friedenspark drin. Das ist das große Wasserwerk. Ah, okay. Das sind große Pumpen. Also hier ist auch über mehrere Jahre berichtet worden. Wir haben ja zunächst Signale bekommen, dass wir hier einen Vollsortimenter bauen dürfen. Die wurden dann aber seitens der Stadt wieder zurückgenommen, sodass wir keinen bauen dürfen. Dann haben wir überlegt, bauen wir einen kleinen. Das ging aber auch nicht. Und jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir halt nur 5 Ladenlokale, kleine oder Büroräume auch für Dienstleistungen anbieten, in denen keine wassergefährdenden Stoffe angeboten werden können. Wassergefährdende Stoffe ist zum Beispiel Shampoo. Ja. Also drüben auf der Elbe, gegenüber der Elbestraße, da ist die Wasserschutzzone 3. Richtig. Wir sind hier noch in Wasserschutzzone 2. Da dürfen Sie wassergefährdende Stoffe anbieten. Weil jetzt das auch nicht so gemeint ist, dass einer eine Tube Shampoo nimmt und geht damit hier rum und hofft dann, dass das Regenwasser zur Versickerung führt, sondern es geht im Grunde genommen um kontaminiertes Abwasser, was vielleicht bei einem Brandfall entsteht. Und dann ist das eben schwierig, ob das nicht irgendwie ins Grundwasser kommt, dann irgendwann mal an dem Brunnen, an dem Grundwasser geschöpft wird, auch diese Schadstoffe austauschen. Trinkwasser hat ein sehr hohes Gut. Es ist ein sehr hohes Gut und hat ganz hohe Schutzmaßnahmen, die man die auch das Trinkwasser dann auch beinhaltet. So, wir bauen insgesamt 4.339 Quadratmeter Wohnfläche. Das sind 28 Wohnungen öffentlich gefördert und 33 frei finanziert. Dazu hat der Heimat aber noch eine Auflistung. Es sind 46 Zweizimmerwohnungen, davon sind 20 öffentlich gefördert. Wohnfläche ist etwa so 66 Quadratmeter je Wohnung. 15 Dreizimmerwohnungen, davon 8 öffentlich gefördert. Wohnfläche 81 Quadratmeter. Das ist durchaus schon sehr großzügig, die Dreizimmerwohnungen. Und von diesen Dreizimmerwohnungen sind noch 2 Wohnungen 100 Meter groß, für 100 Quadratmeter groß, für Rollstuhlfahrer. Kaltmiete wird bei den öffentlich geförderten Wohnungen bei 5,75 Euro liegen. Das ist gedeckelt vom Fördergeber, vom Land. Und bei den freifinanzierten Wohnungen, da haben wir die Miete noch nicht ganz genau durchkalkuliert, weil wir sind auch im Moment in Verhandlungen mit den Generalunternehmern, die hier ein Angebot zur Errichtung des Gebäudes gemacht haben. Aber die Kaltmiete bei freifinanzierten Wohnungen wird über 9 Euro liegen. Ja, alle Wohnungen sind schwellenlos zu erreichen. Und als besondere Infrastruktur für die Mobilität wird es hier auch 2 Elektrotankstellen, die von jedermann benutzt werden. Ja, wir haben das auch bei uns ins Portfolio unserer Aufgaben bei Neubauprojekten gemacht, dass wir immer in den Neubau auch Elektrotankstellen mit einrichten. Ja, das waren nochmal Details, die Sie gleich auch noch bekommen. Da hinten haben wir nochmal die Pläne vom Wettbewerb aufgehängt. Wir hatten ja hier als Vorgabe seitens der Stadt auch, dass wir einen Architekturwettbewerb durchführen mussten. Danach wurde der Bebauungsplan aufgestellt und jetzt hoffen wir, habe ich Ihnen so einmal gesagt, dass wir in den nächsten Tagen die Baugenehmigung bekommen. Und dann können wir loslegen. Das ist jetzt nur der Siegerentwurf oder sind da jetzt noch andere? Nein, das ist nur der Sieger. Okay. Wie viele Penthäuser? Das sind's. Penthäuser? Nein. Ganz oben auf dem Dach? Nein. Penthäuser? Herr Richter, können Sie was sagen zu der Baugenehmigung? Herr Muss hat gesagt, dass die noch nicht vorliegt, woran es hängt. Es ist final abgestimmt, dass es jetzt nur noch organisatorisch ist. Also nicht so, dass es irgendwo noch jetzt ein Problem gibt, sondern einfach nur jetzt eine finale
noch eine finale Erstellung. Die Details sind alle abgeklärt, deshalb ist das eine Frage der Zeit. Wir haben ja nachgefragt, weil wir wissen, wird im Moment noch der Schattenwurf von dem Bestandsgebäude hier rüber. Ja. Aber keine Sachen mehr, die das Bauprojekt für. Also wichtig auch nochmal, dass wir jetzt die Platzgestaltung, dass hier natürlich durch den neuen Baukörper, das war ja auch anscheinend bei der, warum wir uns auch für den Entwurf entschieden haben, dass wir also wirklich auch hier diesen Königsberger Platz, also auch diese Straßenzeile dann auch zur Elbestraße rüber, dass die einfach wieder auch mit den Ladenlokalen unten, wir können auch ein Café ist ja auch vielleicht angedacht, nochmal in der Nutzung mit einer Außengastronomie, dass wir eine ganz andere Situation wieder, also dass man nicht vorbeigeht, wo Ladenlokale leer stehen und nichts passiert, sondern wo wir eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Das war uns sehr wichtig gewesen, um auch nochmal diesen zentralen Bereich, Königsbergplatz ist eben der zentrale Bereich hier in Rheindorf, das auch nochmal mit der baulichen und mit der Ladenlokale nochmal zu unterstreichen. In Kombination mit der AWO natürlich auch, das ist ja unheimlich viel Verkehr, auch gerade beim Wochenmarkt mit Barriere, vor allem mit Rollstuhlfahrern, auch wo wir dann wirklich auch eine ganz gute Situation wieder ziehen können. Hier ist wichtig einfach die Belebung, dass wir nicht tote Ecken haben, sondern durch den Baukörper, durch das große Investment, dann hier auch nochmal einen richtigen Akzent setzen. Ja, wir würden das Projekt im Detail dann auch nochmal zur Grundsteinlegung im Sommer 2018 nochmal in weiteren Presseveranstaltungen nochmal darstellen. Wir haben jetzt heute nur gesagt, wir fangen jetzt nicht still und heimlich mit dem Abbruch an, sondern es geht jetzt los, der Abbruch ist immer der erste Schritt. Da kommen noch viele Fragen, wenn abgerissen wird, was passiert denn jetzt? Und deshalb auch nochmal viel Öffentlichkeit zu erzeugen und auch ein klares Signal durch. Also Abriss ist ja dann auch wieder neu anfangen und deshalb ist immer wichtig und klar. Nach dieser langen Zeit auch, das hat wirklich lange auch gedauert, weil wir wirklich damit auch gerungen haben, hier nochmal eine Lösung hinzubekommen mit dem Nachversorgungsbereich. Aber die Bezirksregierung, wir waren extra nochmal nachgefragt. Also die Wasserschutzzonen sind unumstößlich, die sind geografisch gegeben und das Wasserschutzgebiet selber hat so eine hohe Priorität. Also Wasserversorgung ist ein zentraler Bereich der städtischen Nachversorgung, die ist nicht antastbar. Aber andererseits ist ja auch genug zur Verfügung, oder? Also Nahversorger technisch. Ja, es ging ja bei der Sache darum zu sagen, wir wollen nicht die Elbestraße, sondern wir wollen hier einen zentralen Bereich haben. Das war ja mal wichtig, ne, dass wir die Zentralität mit dem Nahversorger auch haben. Okay. So bist du hin mit dem Auto, bist du weg und wir wollten einfach mehr diesen Quartierscharakter hier auch nochmal durchleben lassen. Deshalb, wir haben den Penny, aber der ist mittlerweile auch viel zu klein. Mhm. Der müsste normalerweise auch sich erweitern. Sie sehen drüben dieses Haus und das sind so verhalten sich dann auch die Eigentümer. Sie kommen momentan überhaupt nicht selber als Oberbürgermeister, habe keine Kommunikationsstruktur mittlerweile. Der Eigentümer sitzt in Luxemburg oder Liechtenstein? Luxemburg. So, und dann gibt es eine Betreibergesellschaft, die hat jetzt schon wieder gewechselt, wo sie ganz wenig überhaupt Ansprechpartner haben. Das ist, wir setzen hier klar Akzente. Ich würde mir wünschen, wenn quasi der Investor oder dieser Fonds, der in keinster Weise, in irgendeiner Weise Bezug zu dieser Stadt hat und sich auch wirklich darum schert, was hier passiert. Da mal für mehrere Anschlüsse wieder zu machen, dass ich überhaupt Kontakt zu denen bekomme. Das ist Wir hatten seitens der WGL verfolgt hier ein Vollsortiment. Ja. So ein Rewe-Supermarkt. Genau. Das ist ja ein Discounter. Ja. Da hinten ist der Pennymarkt. Das ist auch schon. Dann noch mit Bäcker drin, da kann man sich treffen. Genau, weil das in der Kombination, das würde hier eben die vollständige Versorgung des Quartiers sichern. Die Aufgabe müssen wir dann noch irgendwie anders machen. Und die Läden, die sollen aber auch hier entlang dieser Straße gehen, die jetzt quasi auch nur eben anders gestaltet sind? Ja, Läden, es wird Schlüsseldienst. Ein Bistro sein, es wird eine Büronutzung sein. Wir haben da jetzt noch keinen Mietvertrag abgeschlossen, aber wir haben mehrere Nachfragen. Wir sind sicher, dass wir da kommunikationsintensive Nutzungen im Erdgeschoss hier an dieser fußläufigen Zone platzieren können. Mir ist der Baukörper noch nicht ganz klar. Wir haben da das Erdgeschossteil, das wird dann hinter wie viel geschossig? Dann müssen wir hier. Ja, das war fast das Ziel. Das haben wir alle schon mal aufgenommen. Nee. Da hat sich nichts geändert. Weil nämlich hier der Herr Mühleneisen bleibt doch irgendwie und das wird das auch abgerissen. Das Ärztehaus bleibt. Das wird natürlich nicht abgerissen. Ja, es war ja auch so, dass der Mühleneisen auch die Ärzte natürlich großes Interesse daran haben. Das war auch eine Frage, was passiert denn auf dem Königsberger Platz? Weil wir sehen ja selber die Situation, wir haben eben eine lange Phase gehabt, wo wir dann auch diese Planung dann realisiert haben. Aber es war dann immer zwischendurch von den Ärzten auch zu sagen, können wir jetzt noch hier bleiben oder gehen wir woanders hin? Wir wollen klare Akzente haben.
die bekommen Sie jetzt auch mit diesem Projekt in der Einbindung, das ist ja Privatbesitz, auch der Immobilienbesitz, der hat ja nichts mit der WGL zu tun, sondern das ist die Kombination zwischen Wohnungsbaugesellschaft Leverkusen und Privatbereich oder Dienstleistungsbereich. Und das haben wir architektonisch so verknüpft, dass quasi auch deine Zustimmung, das ist ja auch kommuniziert worden, das ist, wie gesagt, hier auch dein Eintrag mit den Eintrag. Aber im Prinzip wird es ein Gebäudekomplex, ja? Nein, das ist eine andere Parzelle, aber es wird angebaut, wenn Sie das machen. Ja, das können wir uns. Dann können wir vielleicht doch mal dahin. So, hier ist die Insterstraße, hier ist die Elbestraße, da ist der Lidl. Das ist das achtgeschossige Bestandsgebäude und dies hier ist das erste Haus. Ja, und da sehen Sie, das bleibt stehen. Aber es wird in Teilen rückt der neue Baukörper daran. Und hier ist der überbaute Innenhof. Darunter sind die hauptsächlich Stellplätze. Und da wird dann auch hier in dem Bereich an das Bestandsgebäude angebaut. Da gibt es ganz viele Vorgaben zu beachten, aber die haben wir alle einvernehmlich mit dem Eigentümer regeln können. Und hier sehen Sie das elfgeschossige Gebäude, was in einem schlechten Zustand ist, was leider auch durch diese gewisse Ausstrahlung eben hier das Quartier so ein bisschen beeinträchtigt. Wir wollen natürlich hier etwas dagegen setzen. Wir wollen hier zeigen, das ist die Zukunft. Ja? Hier kann man gut wohnen, hier hat man von der Infrastruktur alles, hier hat man die Bushaltestelle vor der Tür. Ja, kann man sich versorgen, gibt es die ärztliche Versorgung, die medizinische Versorgung, es gibt eine Apotheke und andere Einrichtungen. Das wird dann hier auf das gesamte Quartier ausstrahlen. Die AWO ist da. Und aber die Flachbauten sind auf lange Sicht, bleiben die? Nein. Nee, das ist ja nicht der Bestand der WGL, das ist auch Bestand auch des Investors. Die hier kommen weg. Ja, ja, das ist schon klar. Ja. Das war mir klar. Das habe ich schon verstanden. Müssen, solange wir haben leider nicht die Möglichkeit, momentan richtig reinzugrätschen. Würde ich gerne machen, aber wie gesagt, der Investor ist überhaupt nicht ansprechbar. Ich war bei der Expo Real, habe mich auch mit dem Betreiber von Penny unterhalten. Die haben mittlerweile auch Schwierigkeiten, die Kommunikation als Mieter sogar zu treten, weil da hat sich die Betreiberstruktur in Deutschland wieder verändert. Die Betreiber, also die das verwalten, die sind dafür, fühlen sich nicht mehr zuständig und das muss jetzt nochmal neu organisiert werden. Wir sind ja auch versuchen, auch ständig Kontakt zu halten, aber wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, dass der Eigentümer in Liechtenstein sitzt und ich weiß in keinster Weise von Signalen in irgendeiner Weise, bitte? Luxemburg. So ist ja von ähnlich so. Luxemburg? Ja, ist alles gleich. So, Luxemburg, Liechtenstein sind alles Firmen, die wenig Steuern bezahlen wollen. Ja. Ja. So, aber kein Interesse, das interessiert die gar nicht. Ich habe eine Nachfrage noch kurz. Die Wasserschutzzone ist wohl dann offenbar in den Jahren strenger geworden, die Regeln, die gesetzlichen von der, weil hier war ja offenbar ein Kaisers drin, dann konnte der ja schon verkaufen. Ja. Also ja. Sind einfach strenger geworden mit den Jahren. Und deswegen, okay. Ja. Ja. Die Wasserschutzzone 2 ist ausgedehnt worden. Okay. Und deswegen in der Wasserschutzzone 2 geht das nicht mehr mit den wassergefährdenden Stoffen. Alle Bestandsnutzungen haben natürlich weiter Bestand. Aber mit dem Zeitpunkt, als der Lidl, als der Kaisers dann aufgegeben hat und nach einem Jahr ist der Bestandsschutz weg, wenn so ein Gebäude ein Jahr leer steht, kann auch die gleiche Nutzung nicht mehr ohne neue Genehmigung rein. Wenn das sozusagen nahtlos passiert wäre, dass hier ein Rewe direkt nach Kaisers, dann hätte das noch funktioniert wahrscheinlich. Genau, aber da ist ja das Problem, dass die Verkaufsfläche zu klein ist. Ja. Da geht kein neuer Vollsortimenter rein. Ja. Deshalb hatten wir eine Verkaufsfläche analog zu Rheindorf Süd mit 1500 Quadratmetern geplant. Aber dann eben auch in dieser Wasserschutzzone 2. Und da hatten wir erst noch Hinweise bekommen seitens der Umweltbehörde. Wir könnten ja in der Tiefgarage ein entsprechendes Auffangbecken für das kontaminierte Löschwasser machen. Wir haben auch einen Auftrag einen Gutachter gegeben, aber dann kam seitens des Umweltdezernates damals der Hinweis, nee, könnt ihr euch alle sparen, braucht ihr gar nicht weiter, warum geht nicht, können wir nicht genehmigen, egal, mit Gutachten oder ohne Gutachten geht nicht. So, und dann sind wir ja komplett umgeschwenkt auf fast nur Wohnen. Immer ein entscheidender Punkt, wenn Sie in der Wasserschutzzone was passiert, dann haben Sie die Brunnenkonzession nicht mehr.
Das wäre für die EVL, das ist die Grundanlage, funktioniert überhaupt nicht. Also da wird die, wird natürlich ein großer Teil der ganzen Trinkwasserversorgung. Ja, also das hat ein sehr hohes Gut, das muss man wirklich so sehen. Und welche Gebäude bauen Sie davon jetzt neu? Also direkt vorne an der Straße und das längliche da? Das? Das, das und das. Also das, was so hellgrau ist. Oder hellgrün. Das ist sehr bereit. Das hier, das ist das sechste von dem Gebäude. Das kommt hinten direkt gegenüber vom Königsberger Platz. Das ist dieser hier. Genau. Ah, okay. Ja. Da haben Sie immer richtig nochmal eine Marke, die also auch nochmal hier sich an dem Wobei es hier viergeschossig wird. Ja, hier steht nur drei so drin, das hat da zunächst der Wettbewerbsentwurf vorgesehen. Wir haben aber hinterher noch ein Geschoss draufgesetzt, um auch eine vernünftige Anzahl von Wohnungen zu erreichen. Und die anderen sind zwei? Und bis hier sind dreigeschossig, genau. Dreigeschossig, sechsgeschossig. Und vorne das hohe, das Fiebe? Das ist sechsgeschossig, okay. Das ist das hier. Ja, also das ist praktisch, diese Ansicht wäre im Plan so. Ja. Das sehen Sie auch hier nochmal, das ist ja im Prinzip der Bereich, ist das so, das Haus hier, das ist dann dieser Bau. Mhm. Und dann ist das dieser zurückgesetzte, dann ist dieser ist ja dann hier vorbei. Okay. Damit den kleinen Garten. Kann man noch so in ein paar Wörtern sagen, warum jetzt dieses Architekturbüro gewonnen hat? Also was war hier sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass diese Planung gesiegt hat am Ende? Dass die besonders steht, also dass das Stadtbild einfach perfekt gepasst hat? Oder was war da so? Also wir haben damals das nach dem Wettbewerb alles kommuniziert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da in dem Protokoll des Preiskreuz drin stand, aber es war ein Entwurf, der einerseits zu dem Freiraum, zum Königsberger Platz, mit diesem sechsgeschossigen Gebäude einen städtebaulichen Merkpunkt setzt. Mhm. Andererseits an der Elbestraße hier dann mit vier Geschossen die notwendige Raumkante, um hier auch einen Straßenraum zu begrenzen. Wenn Sie sehen, der Lidl, der interessiert sich nicht architektonisch, städtebaulich nicht für den Straßenraum, der ist mit seinem Eingeschosser weit hinten. Das heißt, wenn Sie jetzt hier als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer hier durchfahren, dann merken Sie gar nicht, dass es hier eine räumliche Begrenzung gibt, sondern das nennt man von der in der Stadtbildanalyse eine diffuse Raumqualität. Aber das ist damals so genehmigt worden, weil viele Discounter wollen ja einfach einen großen Stellplatz und dann so eine eingeschossige Kiste. Lidl kann auch anders, aber hier ist das eben damals so zustande gekommen. Das wollen wir jetzt aber nicht. Wir haben einen anderen Anspruch als WGL. Wenn wir Städtebau betreiben, dann muss da auch eine Qualitätsverbesserung mit verbunden sein. Also ich kann es unterstützen, was wichtig war, einfach hier nochmal auch diesen Königsberger Platz nochmal anzubinden, dass wir hier wirklich auch so eine Fassade und noch eine Nutzungsstruktur bekommen, dass wir wirklich den Raum wieder aufwerten. Auf der anderen Seite hier aber auch diese grünen Bereiche oben drauf, dass man wieder auch so etwas Intimeres herstellt. Das fand ich hier auch ganz schön, dass wir das gemacht haben. Wir haben auch kleine Gärten, wo man rausgehen kann. So, und dann hier oben auch. Deshalb war wichtig, also auf der einen Seite dieses Quartier, dieses Wohnquartier, aber auf der anderen Seite auch die Öffnung dahin und die Unterstreichung nochmal des öffentlichen Raums und die Abschottung da mit der Elbestraße, die ja sicher ja auch eine sehr stark befahrene, sagen wir mal, eine hohe Frequenz hat. Und das dann eben durch diesen Ring auch vielgeschossig, dass man das nochmal abfedert, dann hat man natürlich hier eine ganze Emission im Innenbereich. Ne? Das fanden wir, wie gesagt, sehr gelungen. Ja. Und auch hier wird dann ein Straßenraum entstehen. Genau. Also da, wo wir jetzt stehen, da ist ja hier mit diesem eingeschossigen Gebäude, ist das ja auch mal anders gewesen, aber hier wird ein richtiger, schöner Straßenraum mit einem zentralen, neuen Platz entstehen und dann und auch hierdurch werden also Straßenräume definiert, die auch zur Orientierung der Fußgänger und Radfahrer wichtig sind. Es gibt da so Untersuchungen, in welchem städtebaulichen Umfeld fühlt sich ein Fußgänger wohl. Ja, und das berücksichtigt dieser Entwurf besonders gut. Die anderen Entwürfe hatten andere Qualitäten, aber das Preisgericht, was sich da eben zusammengesetzt hat, wo auch Vertreter der Stadt dabei waren, aber auch externe Gutachter, hat sich für diesen Entwurf mehrheitlich entschieden. Wie hoch ist jetzt die Investition? Die Investition wird auf jeden Fall über 15 Millionen sein. Wir sind derzeit in Verhandlungen
mit den Baufirmen, die sich für den Auftrag beworben haben. Wie Sie wissen, ist es nicht ganz einfach in der heutigen Zeit, Baufirmen zu bekommen, die sich dafür interessieren, weil viele die Auftragsbücher voll haben. Aber wir sind bisher recht zuversichtlich, dass wir zum Ende des Jahres einen entsprechenden Generalunternehmervertrag abschließen können. Also für die Abschlussarbeiten haben Sie jetzt schon zu Beginn machen. Für die Abrissarbeiten, da ist alles vergeben. Also das ist, was wir jetzt gerade bekommen, geht. Für die Bauträger, Generalunternehmer. Das heißt, Generalunternehmer führt die einzelnen Gewerke aus und koordiniert die auch. Wir haben, müssen natürlich als Bauherr, wir haben die Oberbauleitung sozusagen. Ja. So, und der Abrisser, die Abrissarbeiten sind vergeben. Die laufen. Das ist auch jetzt nicht so das Problem, einen Abrissunternehmer zu bekommen, sondern wie die Stadt ja auch weiß, leider gibt es ja viele Baufirmen, die ihre Auftragsbücher für die nächsten anderthalb Jahre voll haben. Und wenn man dann eine Bauleistung ausschreibt, kann es auch passieren, dass, wenn man 20 Firmen anschreibt, dass man nur eine geringe einstellige Zahl an Angeboten bekommt und die anderen alle sagen, wir haben keine Kapazitäten mehr. Das ist jetzt auch gar nicht böse oder kein Desinteresse. Das ist sicherlich eine interessante Bauaufgabe. Aber wenn die schon gebunden sind für andere Bauvorhaben, dann können die natürlich nicht bei uns nochmal anbieten. Wollen wir auch gar nicht. Wenn die nämlich bei uns anbieten würden, könnten die vorgegebene Bauzeit gar nicht einhalten. Sowas gibt es in der Bauwirtschaft auch. Da holt man mehrere Aufträge rein, hat aber gar nicht die Kapazitäten dafür. Und dann lässt man hinterher die Bauherren hängen und sagt, ja, da kommen jetzt mal 14 Tage, kommt mal keiner auf eure Baustelle. Ja? Sowas wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir geben ja auch die Bauzeit mit vor, in der das Gebäude errichtet werden soll. Da gibt es ja ein ganz umfangreiches Vertragswerk, auch mit Vertragsstrafen. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Fachgebiet. Hat bei der Maut auch nichts genutzt. Bei Toll Collect hat es auch nichts genutzt. Vielleicht war der Vertrag nicht so gut. Naja, also wir wollen schon, dass die wesentlichen Dinge im Bauvertrag eingehalten werden, einschließlich der Preis. Ja? Und da haben wir mit unseren Bauvorhaben auch bisher immer sehr erfolgreich gewesen. Also wenn, dann gab es nur ganz geringfügige Baukostenerhöhungen. Und den Anspruch haben wir hier auch. Umso sorgfältiger muss aber das Vertragspaket ausgearbeitet sein. Gibt es Probleme durch die Wasserschutzzone jetzt beim Abriss? Muss da irgendwas ganz besonders noch gemacht werden? Darf irgendwas nicht so wie sonst entsorgt werden? Die Abrissarbeiten sind mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt. Die erfolgen in einzelnen Abschnitten. Und wenn hier Schadstoffe festgestellt werden, dann werden die natürlich kleinteilig abgetragen, damit nicht irgendwas dann im Wasser versickert. Das ist so. Wir müssen aber hier auch, ich habe eben gesagt, bevor du kamst, habe ich gesagt, wir dürfen hier kein Tiefgeschoss bauen, aber wir müssen natürlich eine Bodenplatte, ein Fundament hier reinsetzen. Deshalb wird also schon in einer gewissen Tiefe hier ausgekoffert. Ja, also wenn jetzt da Abrissreste, Stoffe da noch sind, die werden sowieso dann abgetragen. Der hat keinen Keller. Ich habe noch einige Fragen zu den Parkplätzen. Ich meine verstanden zu haben, dass der Parkplatz keine Tiefgarage hat, dass er in diesem Bereich dann ebenerdig ist, dort ein Deckel drauf ist, wo Kinder spielen können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sehen Sie ja hier. Okay, und der... Ja, der Mus hier sieht man so hier. Wir haben einen Schlitz, vielleicht. Und der... öffnet das eine andere Perspektive, ja. Und die Zufahrt ist dann über die Insterstraße. Hier ist die Insterstraße. Ja, genau. Hier. Ah, da, okay. Und da fahren auch die Fahrräder dann rein oder wo parken die Fahrräder? Die Fahrräder fahren da auch rein. Ah, hier Fahrradstellplatz. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gut. Jetzt hatten Sie eben erwähnt, dass Sie zwei Elektrotankstellen machen. Nun wissen ich zumindest nicht, ob in 10 Jahren keiner mit Elektro fährt oder alle 60 Mieter mit Elektro fahren. Sind dann auch schon Leerrohre für die weiteren Elektrotankstellen? Wir sind darauf vorbereitet, auch bei diesen ebenerdigen Stellplätzen Elektroanschlüsse nachzurüsten. Ja. Was heißt da städtebauliche Vision? Städtebauliche Vision heißt, dass der
formbezogene Bebauungsplan, den wir hier aufgestellt haben, auch die Möglichkeit bietet, hier ein Gebäude zu errichten und an unser Gebäude anzubauen. Denn dies hier gehört zu dem Privatgrundstück des Ärztehauses. Okay. Ja? Soweit wir wissen, möchte aber hier der Eigentümer derzeit nicht bauen, weil er da seine Stellplätze hat. Kann natürlich überlegen, ob man das ein Gebäude auf Stützen stellt und die ebenerdigen Stellplätze dann erhält. Aber das ist nicht unsere Angelegenheit. Wir haben mit dem Eigentümer hier gesprochen, haben auch gesagt, man könnte das hier in einem Zug mitbauen. Aber das Ergebnis ist, derzeit soll dieser Abschnitt nicht gebaut werden. Aber der Eigentümer kann sich zu späterer Zeit, zum späteren Zeitpunkt da entscheiden und sagen, jetzt möchte ich. Gut, ja, ich glaube, wir haben jetzt erschöpfend absolut Fragen beantwortet. Vielen Dank für Ihr großes Interesse, hier an einem Montagmorgen bereits um 10:30 in der Kälte zu erscheinen. Das ist ja wirklich, muss man wirklich sagen. Aber es ist einfach ein ganz tolles Projekt. Ja, das größte Wohnungsprojekt hier in Leverkusen und auch für uns seit vielen Jahren die größte Nummer. So ein klares Bekenntnis für den Standort, für unsere eigene Bestandsaufführung, 200.000. Wie lange hier? 2,2 oder sowas in Rheinland? 2.200? Nee, das sind, glaube ich, 2.800. Ach, 2.800. Das ist Rheinland Süd und Rheinland Nord, ja. Genau. Also das ist auch unser Kerngeschäftsfeld in Rheindorf. Das ist der Stadtteil, an dem wir die größte Anzahl unserer eigenen Wohnungen haben. Wir haben ja noch etwa 2000 Objekte in der Fremdverwaltung, die anderen Eigentümern gehören und aber von den knapp 7000 Wohneinheiten sind die meisten hier in Rheindorf.